Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apothekenweiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen JZ Garage und CBC Castella Baukonzept. So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus der Kolbenschmied Arena. Finale Teil 1 gegen die Hornets aus Zweibrücken. Ja, heute, den nächsten Sonntag, wollen die Eisbären das Ganze hier erledigen und zum vierten Mal in Folge Meister der Regionalliga Süd werden. Aber wir hören erstmal kurz rein in die Nationalhymne. So, toll gesungen, alles prima. Wir gehen rein ins Spiel, sparen uns heute ein bisschen die Zeitlupen. Ich glaube, die meisten werden wissen, warum. Und sehen hier gleich mal das 1:0 für die Hornets aus Zweibrücken. Führung in der Kolbenschmied Arena für die Gäste, die zahlreich angereist sind am heutigen Nachmittag. Wir haben ja Sonntagnachmittag, 16 Uhr, hat es angefangen, 16:30 Uhr, hat sich ein bisschen verspätet. Und dann der Ausgleich für die Eisbären. 1:1 steht's. Weiter geht's. Wieder auf der anderen Seite. Puck abgefangen von den zwei Brücknern. Dann schön durchgesetzt, abgeschlossen. 2:1 Führung wieder für die Gäste aus zwei Brücken. So, letzte Ding im ersten Drittel. Puck wird zurückgelegt, abgefälscht. Drin ist er. Ausgleich für die Eisbären. 2:2 heißt jetzt. Der Torschütze Moritz Muth. Hier, wie gesagt, das war es im ersten Drittel. Mit 2:2 geht man in die Pause. Und ja, jetzt kommt ja eigentlich so das schlechtere Drittel der Eisbären, zumindest in der Vergangenheit. Und wir gehen rein und sofort klingelt es wieder. 2 Minuten, 5 Sekunden gespielt. Erneut die Führung für die Zweibrücken Hornets. Wieder müssen die Eisbären einen Rückstand hinterherlaufen. Die sind es mittlerweile aber gewohnt und machen hier auch sofort wieder den Ausgleich. Benjamin Brodzicek, der Torschütze für die Eisbären. Und 3:3 der Spielstand. Ja, aber zwei Brücken, ja, noch nicht gebrochen, machen weiter. Kevin Jingst haut sich hier das Ding irgendwie selber rein. Man konnte es gar nicht sehen, was eigentlich wirklich passiert ist. Auf jeden Fall 3:4 wieder die Hornets in Führung hier in der Kolbenschmied Arena. Ja, schön abwechselnd, wieder die Eisbären, zack, drin ist er. Und der Ausgleich. Dieses Mal durch Manu Pfenning, 4:4 für die Eisbären. Ja, jetzt wird es mal Zeit, dass man hier auch mal in Führung geht oder halt guckt, dass das Spiel zum Schluss mit Unentschieden endet. Weil bis jetzt noch keine Führung für die Eisbären. Jetzt war die Möglichkeit, Filobock, nochmal Filobock. Und dann aus Spitzenwinkel haut er das Ding hier rein. Erste Führung der Eisbären am Sonntagnachmittag. Der Torschütze Igor Filobock. Ja, normal sind das genau seine Spiele, Finalspiele, da blüht er auf, das macht ihm richtig Spaß. Dann, wir sind noch auf der anderen Seite. Foul und Zeitstrafe angezeigt, aber der Konter der Eisbären läuft. Puck kommt, Ziel Fiedelburg und 6:4 heißt es jetzt für die Eisbären. Die bauen ihre Führung aus, zweimal Fiedelburg in Folge. Ja, jetzt sieht die ganze Geschichte schon ein bisschen besser aus. Ja, und die Eisbären, diesmal im zweiten Drittel, laufen sich richtig warm, abgeblockt, durchgezogen. Drin ist das Ding, 7:4. Und nochmal Manu Pfenning, der Torschütze. Ja, und mit 7:4 geht man auch in die Pause. Das letzte Drittel, 3 Tore, Vorsprung.
Jetzt heißt das Ganze irgendwo sicher nach Hause fahren. Das 1:0 hier für die Eisbären in Heilbronn im Best of Three. Dann kann man wirklich nächste Woche am Ostersonntag das Ding fertig machen. Und dann John Kreis erhöht sogar noch auf 8:4. 4 Tore Vorsprung für die Eisbären. Und noch ein bisschen mehr wie 13 Minuten hier zu spielen in der Kolbenschmidt Arena. Ja, das muss doch gewesen sein. Da strahlen sie. Jetzt läuft die ganze Geschichte hier. Ja, aber Zweibrücken gibt nicht auf. Und kann hier irgendwie, keine Ahnung, aber sie machen es. 8:5 Anschlusstreffer für die Zweibrücken Hornets. Und wir haben noch 10 Minuten hier zu spielen in der Kolbenschmidt Arena. Und wir wissen, ja, im Eishockey kann es sehr, sehr schnell gehen. Auch die Eisbären hatten schon 3 Tore in einer Minute geschossen. Und die Hornets kommen noch näher ran. 8:6 auf einmal wieder. Ja, da lässt die Konzentration bei den Eisbären ein bisschen nach. Das nutzen die Hornets sofort aus. 8:6 nur noch. Und ich hoffe mal, dass es hier nicht auch noch spannend wird. Aber wieder Zweibrücken, wieder die Gäste, schön gemacht hier. Und die kommen ran, 8:7 auf einmal nur noch. Jetzt wird es Zeit, dass hier irgendwie wieder irgendwas passiert auf der anderen Seite. Wir schauen mal rein. Ja, da ist auch Anspannung zu sehen in den Gesichtern der Eisbären, auch bei Sascha Bernhard, dem Trainer. Begeisterung sieht noch anders aus, wird noch ein ganz enges Ding hier. Und dann auf einmal nochmal Zweibrücken, Kontermöglichkeiten, den machen sie dem Ausgleich. 8:8 auf einmal hier, ja was ist denn hier los? 4 Tore waren die Eisbären vorne und jetzt auf einmal der Ausgleich durch Zweibrücken. Ja, so wollten wir das hier mit Sicherheit nicht spielen. Wir schauen uns den Treffer nochmal an, aus der anderen Sicht, aus der Sicht der Eisbärenbank. Hier kommt er und macht das Ding. Ja, da sitzt er nieder. Auf einmal der Ausgleich für Zweibrücken. Jetzt muss man aufpassen, die sind im Lauf, da sind noch mehr passiert. Ein bisschen laut wird es auch noch. Ja, da ist man schon etwas angefressen und mit 8:8 endet diese Partie. Man muss in die Overtime. Overtime heißt Golden Goal. Das nächste Tor entscheidet. Wer gewinnt, geht hier mit 1:0 in Führung. Und die Eisbären in Vorwärtsgang. 2:44 noch zu spielen. Dann verlieren sie den Puck. Jetzt wieder bei einem Konter. Igor Fiederburg, hervorragend gemacht, hat aufgepasst. Macht er das Ding jetzt? Nein, er macht es nicht, wird aber von den Kufen geholt. Es gibt noch eine 2-Minuten-Strafe gegen die Hornets. Mit 4:4 spielt man die Overtime. Jetzt heißt es 4 Eisbären gegen 3 Hornets. Das muss doch klappen. Und kommt zurück zu Sven Reiter. Unachtsamkeit. Und die Möglichkeit zum Konter für Zweibrücken. Ja, da beißt sich der Sven hier in den Stock des Zweibrückeners. Glück gehabt, die Schiris lassen das Ding weiterlaufen. Und es bleibt beim 8:8. Fiederburg im direkten Gegenstoß rübergelegt. Dann Sven weiter. Keiner greift ihn an. Zieht ab, Tor! 9:8, das war's hier in der Kolbenschmidt Arena. Die Eisbären gewinnen in der Overtime durch ein Golden Goal von Sven Breiter mit 9:8. Ja, Riesenspannung hier. Und ja, Sascha Bernhard, der Trainer, so wirklich fassen kann man es nicht, so wirklich freuen kann man sich noch nicht. War doch ein sehr, sehr anstrengender Abend. Und wir haben noch ein paar Leute hier für euch nach dem Spiel interviewt. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns nächste Woche in 2 Minuten. Yes.
bei der Kamera. Ingo, erzähl, was mal los hier. Was war hier jetzt wieder los hier? So einfach hergeschenkt. Bei 8-4 muss eigentlich sagt zu, das oder? Ding nach Hause fahren, keine Konter zulassen. Aber jetzt ist das besser. Nächste Woche dann müssen wir halt jetzt gewinnen. Ja. Und was auch die Fehler habt ihr heute gelernt? Das, was ihr heute gelernt habt, könnt ihr nächste Woche umsetzen am Sonntag? Auf jeden Fall, ja. Ich meine, dort wird es auch nicht einfach. Die haben auch einen Hexenkessel, aber ich denke mal, jetzt kommen wir schon hin. Unterm Strich 1-0 für uns, oder? Ja, so ist es. Dankeschön. Wir hin. Schon wahres bunt. Ja. Das Spiel war auch sehr bunt. Was waren da heute los hier? Ja gut, wir haben wieder 50 Minuten Eishockey gespielt. Wir haben die ein bisschen Druck gemacht. Dann haben wir wieder ein paar Probleme. Wir haben denen ein bisschen Glück gehabt. Aber es zählt den gewonnen. Es zählt. Und jetzt haben wir nächste Woche noch 2 Punkte. Und dann hoffe ich, dass wir das da auch machen. Und dann können wir feiern. Alles klar. Ja, Sascha, komm hier. Ja, jetzt hast du uns heute hier eine wunderschöne Eisbäre-Krimi am Sonntag beschert. Denken wir ganz, so wollte ich das auch nicht haben, oder? Natürlich nicht. Ja, wer will das haben? Vor allem aufgrund der Tatsache, wenn du bis 10 Minuten Verschluss mit 4 Tore führst, gibt man so ein Spiel natürlich normalerweise nicht mehr her. Ist jetzt also gekommen. Der Glücklichere hat wahrscheinlich jetzt heute das Spiel gewonnen, ja, muss man ganz klar sagen. So Overtime kann alles passieren. Dann kam die Strafe. Mit dem Powerplay waren wir stark heute. Das konnte man gut ausspielen. Ja. Aber auch zum Schluss noch mal Glück gehabt so, mit Sven Breiter, wo der Konter kommt. Ja, ja, muss man sagen. Ich muss auch mal den Schiris heute Lob aussprechen. Die haben gut gepfiffen auf beide Seiten. Ja, also die haben sich da ziemlich rausgehalten zum Schluss. Also außer eindeutige Sachen haben sie das Spiel laufen lassen. Super Leistung von denen auch. Ja, und dann ja, haben wir. Hey, wir haben das Spiel gewonnen. Mit großer Serie kann uns keiner mehr nehmen jetzt. Hast du einige Erkenntnisse gewonnen für den Sonntag? Oh ja, viel zu viel, als dass es auf der Bank hier passt, ja. Aber wir werden arbeiten nächste Woche. Wir sind uns da alle einig, dass das im Endeffekt dann doch ein bisschen glücklich war. Nicht ganz unverdient, ja. Wir haben das Spiel eigentlich die meiste Zeit im Griff gehabt, auch wenn wir immer wieder mit dem Rückstand hinterhergelaufen sind. Aber alles in allem. Gut, wir haben gewonnen, ja. Bis dann, Dankeschön.